Wenn dieses Geräusch ertönt, dann muss alles ganz schnell gehen. Ein Zwischenfall in einer Anlage und innerhalb weniger Sekunden ist der gigantische Sicherheitsapparat alarmiert und funktioniert. Feuerwehr, Standortsicherheit, Umweltzentrale und Rettungsdienst. Ein Rädchen muss ins andere greifen. Jeder Reibungsverlust im gigantischen Chemiekomplex kann sonst schwerwiegende Auswirkungen haben. Deswegen probt die BASF seit 1990 regelmäßig den Ernstfall. Auch in diesem Jahr simulieren die Einsatzkräfte im Rahmen der sogenannten Großschadensalarmübung einen Zwischenfall in einem großen Produktionsbetrieb. Es ist für uns sehr, sehr wichtig, immer wieder automatische Abläufe, die eingeübt werden müssen, unter sehr realen Bedingungen zu proben. Deshalb machen wir das seit 31 Jahren und ich glaube, sehr erfolgreich. Das fiktive Szenario spielt sich in diesem Jahr in einer ganz besonderen Anlage ab, die Acetylenanlage. Als Teil des Produktionsverbundes werden hier essentielle Grundstoffe für weitere Betriebe hergestellt. Das diesjährige Szenario: Produktaustritt mit Verpuffung und Folgebrand. Verletzte Personen befinden sich im Inneren des Komplexes. Gleichzeitig werden die Feuerwehren aus den Wachen Nord und Süd verständigt. Aus der Feuerwache Nord leitet Zugführer Marco Albert sein Team zu der nur wenige hundert Meter entfernten Acetylenanlage, holt die ersten Informationen vom Einweiser des Betriebes. Es brennt. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verletzt. Sofort die Wasserversorgung herstellen und mit den Löscharbeiten beginnen. Gleichzeitig wird der Innenangriff vorbereitet. Trotz der Lautstärke und der Hektik einen kühlen Kopf bewahren und laut und deutlich Anweisungen geben, das ist jetzt entscheidend. Wenige Minuten später erreicht auch der Zug aus der Feuerwache Süd den Ort des Geschehens. Mit ihm auch der technische Einsatzleiter Martin Kaller. Die Zugführer geben ihm einen ersten Überblick über die Situation. Jetzt gilt es abzuwägen und Prioritäten zu setzen. Das Feuer muss gelöscht werden, damit die Einsatzkräfte die Verletzten aus der Anlage bringen können. Nicht zuletzt geht es natürlich auch um den Schutz der eigenen Kräfte. Und trotzdem, Geschwindigkeit ist gefragt. Und da kommt der werkseigene Turbolöscher ins Spiel. Ein echtes Spektakel, wenn die Strahlturbinen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt heiß laufen und das Wasser mit schier unglaublichem Druck punktgenau in über 100 Meter Entfernung schießen. Vermisste werden gesucht und gefunden, mehrere Verletzte aus der Anlage gerettet. Ein besonders schwer verletzter Mann schafft es nicht aus eigener Kraft. Für diese Fälle steht der Teleskopmast bereit. Innerhalb weniger Minuten wird auch der letzte Schwerverletzte samt Trage über das tonnenschwere Gerät aus dem Gefahrenbereich befördert. Im Anschluss kommen die Verletzten zum Rettungsdienst der werkseigenen Ambulanz. Sie werden von den Notärzten und Sanitätern zunächst gesichtet und mit den Bändchen in Kategorien von leicht bis schwer verletzt eingeteilt und zur weiteren Behandlung vor Ort oder auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Konzentrierte Zusammenarbeit ohne Störfaktoren, außerdem die Sicherung von Unbeteiligten. Diese Ziele verfolgt die Standortsicherheit. In kürzester Zeit müssen alle Anfahrtswege zur Unfallstelle gesperrt und wichtige Umleitungen für den Verkehr im Werk eingerichtet werden. Auch im Umfeld der Anlage aktiv und unschwer an den blauen Autos zu erkennen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Umweltzentrale. Bei Zwischenfällen im Werk rücken sie aus, um eine mögliche Ausbreitung giftiger Stoffe in der Luft festzustellen und MitarbeiterInnen oder AnwohnerInnen zu warnen. 10 verletzte Darstellerinnen und Darsteller retten die insgesamt über 100 Einsatzkräfte aus den verschiedenen Gewerken und trotz der klirrenden Kälte sind alle Beteiligten zufrieden mit dem Ablauf. Ich war beeindruckt, muss ich Ihnen sagen, von der Geschwindigkeit, mit der die Lage erfasst wurde. Man hat also genau gesehen, Zugführer, technischer Einsatzleiter, wie die beiden hier kommuniziert haben, wie schnell sie die Lage beurteilt haben und dann die Einsatzkräfte eingeteilt haben. Das war für mich heute sehr beeindruckend, muss ich sagen. Es ist schon ein großer Aufwand, so eine Übung zu organisieren. Von daher ist man natürlich auch sehr erleichtert, wenn dann alles so aufgeht. Es war eine große Lage,
Aber wir haben alle ganz hervorragend zusammengearbeitet. Eine starke Teamleistung haben wir da heute abgeliefert. Nach nicht einmal einer Stunde ist die 31. Großschadensalarmübung auch schon wieder vorbei. Und zurück bleibt nicht nur eine nasse Acetylenanlage, sondern auch die Gewissheit, dass der Sicherheitsapparat von BASF in Ludwigshafen funktioniert. BASF. We create chemistry.